Um was geht's bei 10 Minuten Stille schenken? Mein Name ist Otto Neubauer und ich glaube, es geht mir so wie vielen von Ihnen auch, dass wir uns angesichts der doch sehr schwierigen gesellschaftlichen Entwicklungen irgendwie ausgesetzt oder auch ausgeliefert fühlen. Vielleicht auch ein wenig innerlich müde. Wir wollen alle mit anderen gern zusammen sein. Und das ist eigentlich etwas ganz Großartiges. Es geht um diesen Zusammenhalt, um die Erfahrung von Gemeinschaft. Und ich glaube, deswegen braucht es ein Innehalten, zu schauen, was ist wirklich wesentlich. 10 Minuten Stille an einem Tag nehmen, das hilft uns dabei. Das erste ist, dass wir hinschauen, wofür bin ich dankbar? Was ist mir geschenkt worden? Und das schenkt gleich einen ganz neuen Blick auf die Welt. Und das zweite, wo sind die Menschen, die es schwer haben? Für wen soll ich Sorge tragen? Und dass wir zunächst einmal von Herzen ihnen etwas Gutes wünschen. Für diese Aktion kann man gläubig, nicht gläubig, andersgläubig sein. Jede und jeder kann mitmachen. Ob das jetzt mit dem Wohlwollen passiert oder einfach auch direkt den Dank oder die Bitte an Gott gerichtet, ist auch etwas Wunderbares. Wir schließen uns zusammen aus allen weltanschaulichen Richtungen, lassen unser Denken inspirieren und unser Handeln, so dass wir uns trotz aller Distanzen miteinander verbinden. Für das persönliche Leben, aber auch für das große gesellschaftliche Leben. Es geht ganz einfach, klicken Sie einfach auf stilleschenken.com und wenn Sie wollen, sagen Sie, ich mache mit. Und dann üben wir das ein. Es gibt auch eine Homepage, wo wir diese Beispiele dann auch austauschen. Es gibt eine Facebook-Gruppe auf Instagram. Es gibt ganz viele Möglichkeiten, wo wir uns gegenseitig dabei helfen können. Ich freue mich, wenn wir da miteinander unterwegs sind. Danke für alles, was Sie auch dazu beitragen.